Willkommen, Vegonauten. Heute ist der letzte volle Tag in Frankreich und wir werden uns gleich auf den Weg machen in den Colorado Provincial. Da waren wir schon mal vor ein paar Videos, denn da möchte Diana auf jeden Fall noch mal ein paar coole Fotos machen. Danach geht's auf den großen Markt in Abt, noch ein Markt, den wir uns angucken. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar Lavendelfelder finden, weil das, was wir hatten, war zwar schon cool, aber war natürlich recht klein. Deswegen fahren wir wahrscheinlich nochmal nach Valenzuola, keine Ahnung, wie man es ausspricht, und gucken, ob die riesigen Lavendelfelder endlich blühen. Und ja, heute haben wir hier auf diesem Parkplatz geschlafen. Der ist natürlich an sich nichts Besonderes, aber hey, der Ausblick, mal sehen, oh, ist viel zu hell, der Ausblick, den man von hier hat, der entschädigt für so einiges. Richtig cool. Naja, jetzt gehen wir erstmal in die Stadt und holen uns Frühstück und dann geht's weiter. Wieder, ja, nicht Baguette, sondern das hatten wir diesen Urlaub echt sehr selten, dass es das gab. Also im Grunde ein etwas längeres und breiteres Baguette. Und heute haben wir es wieder. Wir sind jetzt wieder im Colorado Provencal. Den kennt ihr ja schon aus dem letzten Video. Falls noch nicht, also nicht aus dem letzten, sondern einem der letzten Videos. Falls noch nicht, verlinke ich euch das Ganze hier nochmal. Und so früh morgens, wie wir jetzt hier sind, also um 8 macht er auf und ich weiß nicht, wir waren so 5 nach 8 hier. Zwei andere Autos, also wir waren das dritte Auto auf dem Parkplatz. Und man hat einfach den ganzen Colorado für sich. Allein, das ist auch schon ziemlich cool. Ja, und jetzt bei krassem Sonnenschein machen wir hier ein kleines Fotoshooting mit Leia. They don't care, 'cause people get so easily bored. You better stay in those arms forever, where happy thoughts can live again. Yeah, we got older, but still good together, together. So, Shooting ist vorbei. Klar, man könnte sich hier noch stundenlang aufhalten, aber die Sonne brennt immer gnadenloser vom Himmel und für Leia ist das ja auch auf Dauer auch sehr anstrengend. Und von daher, ein paar schöne Fotos haben wir im Kasten. Ich nehme ein bisschen Farbe mit, auch überall gut eingefärbt, aber es hat sich definitiv gelohnt, wenn man schon mal in so einem kleinen Colorado hier sein kann. We got the vibe, yeah you and I, yeah you and I, still got the vibe, still got the vibe. Ja, Parkplatzsituation hier in Abt ist irgendwie sehr skurril. Wir wollten hier gerne noch auf den Markt und ja, wir sind jetzt gerade auf einem Parkplatz und sind sozusagen bis ans Ende gefahren und ja, wortwörtlich das Ende. Es gibt dort keine Wendemöglichkeit und Hauke versucht jetzt gerade hier rückwärts wieder vom Parkplatz herunterzukommen. Es ist vollkommen krank, Leute. Ganz schön knapp hier alles. Nachdem wir das Parkhaus hinter uns gelassen haben, sind wir jetzt auf dem Markt angekommen. Teilweise oder in der Hochsaison über 350 Stände, glaube ich. Ja. Und auch wohl jetzt ganz ordentlich. Wir schauen uns mal um, wie es hier so ist. Ja, ein bisschen Flohmarkt-mäßig, ne? Mit den Büchern. Ich glaube, das ist für Leia hier so am angenehmsten. Voll.
Ja, wir sind jetzt vom Markt runter. War echt nochmal ein schöner Abschluss, oder was heißt Abschluss, aber war echt nochmal ein schöner Marktbesuch. Der ist wirklich echt groß, aber dadurch, dass der halt in der Innenstadt oder in der Altstadt in den ganzen kleinen Gassen so verteilt ist, hat der einen total tollen Flair, irgendwie eine schöne Atmosphäre. Und wir haben jetzt gar nicht mehr so viel gekauft, wollten wir auch gar nicht. Ein paar Nektarinen und ein bisschen was zu trinken. Und Diana hat noch eine konfitierte Zitrone gekauft. Das ist wohl hier so eine Spezialität aus der Region. Mal sehen, was wir damit machen, wie wir die essen. Aber ja, jetzt machen wir uns weiter auf den Weg Richtung Lavendelfelder. Gesehen habt, sind wir bei den Lavendelfeldern angekommen und ja, sie stehen immer noch nicht in der vollen Blüte. Das, was wir bei Rustrel bzw. Saint-Saturnin gesehen haben, war schon noch cooler, aber hier ist die Größe halt einfach beeindruckend. Teilweise so auch wie das hier im Hintergrund, das ist jetzt vollkommen überbelichtet. Mal schauen, ob wir es kurzzeitig hinkriegen. Genau, das hier im Hintergrund, schön mit so einem Hügel und auch einer alten Ruine, die da drinne steht. Das ist schon einfach cool. Guten Morgen! Wir sind hier, wie gesagt, an einem wunderschönen Stellplatz in einem kleinen Wäldchen, direkt an einem Feld, wo man uns vielleicht so ein bisschen von der Straße sehen könnte in der Entfernung. Aber wir fahren ja jetzt auch gleich weiter, deswegen ist das nicht so schlimm. Gestern Abend war dann hier übrigens noch ein bisschen Action in diesem Wäldchen. Denn plötzlich kam ein Auto mit einem Anhänger angefahren. Also wir stehen da und da hinten, so hinter den Bäumen, ist es lang gefahren. Wir dachten schon, was ist das denn jetzt? Menschenhändler? Irgendwelche geheimen Regierungstruppen? Nee, es stellte sich einfach heraus, es waren ein paar Imker, die hier noch im Wald ihre Bienenkörbe umgestellt haben, beziehungsweise neu aufgestellt haben. Und genau, aber das war alles problemlos, kein Thema, die haben nichts gesagt. Wir haben es ein bisschen beobachtet in der Dunkelheit, also es war gegen 11:30, glaube ich. Genau, 11:30, also mitten in der Nacht, es war schon dunkel. Aber da schlafen wahrscheinlich die Bienenvölker auch, das ist dann wahrscheinlich einfacher mit denen umzuziehen. Ja, wir machen uns gleich auf den Weg, aber vorher möchte ich euch noch ein paar Änderungen an Vego erklären, weil wir haben jetzt, hatten so ein paar Kleinigkeiten, neue Ausrüstung gekauft, Sachen geändert, die wir jetzt über den Urlaub getestet haben und die wir euch einfach auch noch zeigen wollten. Also auffälligstes ist wahrscheinlich hier oben der Faltenbalk. Wer uns bei Instagram folgt, hat das schon mitbekommen, dass wir den getauscht haben. Der war ja original so in einem Beige-Ton und der war schon ziemlich... ramponiert, hatte Wasserflecken, hatte auch schon ein paar Löcher. Und den haben wir jetzt ausgetauscht gegen diesen schönen neuen grauen. Und der hat nicht sogar den Vorteil, der hat nicht wie der alte nur hier vorne ein Fenster, sondern auch
jeweils an der Seite, man sieht es jetzt schlecht, mal sehen, ob wir es ein bisschen heller bekommen. So, genau, hier an der Seite hat er jeweils noch so ein halbrundes Fenster, was man aufmachen kann. Sehr, sehr cool. Ja, der sieht deutlich moderner aus als der alte und hat halt die neuen Fenster, also sehr cool. Dazu natürlich, wie ihr auch aus dem letzten Video schon kennt, hier die Beklebung an Viggo, an der Markise. Vorne und hinten sind auch Aufkleber, das ist richtig cool. Aber innen drinne gibt es natürlich auch was Neues. Und zwar zum einen diesen, wie nennt man das, Diana? Organizer. Rücklehn-Organizer. Der ist so aus einem Filzmaterial. Muss ich den mal von hier zeigen. Passt sehr gut hier hin, sieht gut aus und hat halt echt viel Stauraum für so allen möglichen Kleinscheiß, den man hat. Dazu noch hier mit ganz vielen Karabinern, die wir jetzt auch neu haben. Kann man immer mal was hinhängen an unserer Bodenplatte vom Bett. Haben wir jetzt, muss ich mal eben hinhängen, haben wir solche kleinen Magnethaken. Übrigens beides Empfehlungen von California Blue Van auf Instagram. Inga und Steffen haben wir auch schon persönlich kennengelernt, sehr nette Leute und haben einen echt coolen Instagram-Feed. Also den verlinke ich euch natürlich auch unten. Und diese Magnethaken sind echt super stark. Also hier hängen jetzt 6 Nektarinen plus Dianas konfitierte Zitrone dran. Und das hält sogar beim Fahren, wenn man nicht über zu hückelige Straßen fährt. Haben wir da einen und auf der Seite einen. Da hinten hängt auch noch einer, siehst du? Und direkt mit dem Handtuch drin. Also hilft halt auch wieder so Kleinteile zu verstauen. Das ist halt immer so das Wichtigste beim Bulli. Man hat halt nicht so viele Ablageflächen und damit nicht alles rumfliegt, muss man gucken, wo man bleibt. So, jetzt gehen wir mal einmal nach vorne. Naja, machst du da mal Platz. So, bevor ich mich jetzt auf den Hund draufsetze. Hi! Nämlich die letzte Sache, das ist eine Empfehlung von Never Stop Exploring Crew, auch hier auf YouTube vertreten, verlinke ich euch natürlich auch unten. Und das sind so, ja, Sonnenblenden, Rückseiten, Organizer mit so Gummibändern, wo man alles Mögliche reinhängen kann. Wir haben jetzt hier vor allem unsere Walkie-Talkies dranhängen, aber man kann dann natürlich auch Stifte, Sonnenbrillen und so weiter dranhängen. Und hier auf der Seite haben wir unsere Sammlung von, wie heißen die? Sanitär, ach so, keine Werbung machen. Von WC-Anlagen Wertbons, die man auf deutschen Autobahnen kriegt, wenn man für 70 Cent auf Toilette geht, bekommt man einen 50 Cent Gutschein. Kennt ihr sicherlich auch, wir sind ständig unterwegs, haben, glaube ich, inzwischen 6 Euro an Wertbons hier hängen. Und vergessen es immer, die einzulösen. Aber die hängen da jetzt. Deswegen hoffen wir, dass wir bei der nächsten Autobahnraststätte, wo wir mal sind, dann auch dran denken, die einzulösen. Ja, die passen, also diese Organizer gibt es im Doppelpack. Und die passen gerade so über die T4 Sonnenblenden. Die sind ja ein bisschen breiter. Und erleichtern das Leben dann auch. Sonst noch irgendwas Neues, Diana? Nee, klar, die Aufkleber. Ja, draußen habe ich schon. Organizer hier und da haken. Genau. Also das waren die Neuigkeiten bei Viggo. Hilft auf jeden Fall so ein bisschen Ordnung im Bulli zu halten. Und ja, klein rumfliegende Kleinteile zu vermeiden. Und für uns geht es jetzt gleich auf den Weg. Leider schon wieder zurück nach Hause. Und wenn es da noch was Spannendes passiert ist, dann bekommt ihr das noch. Wenn da noch was Spannendes passiert, dann bekommt ihr das natürlich auch noch zu sehen. Still got the vibe, still got the vibe. Self-absorbed.
Wir sind jetzt gerade zu Hause auf den Hof gerollt. Nach es ist genauso heiß. Erstmal. Ja. Vigo sagt jetzt 37,5 Grad, das kommt mir ein bisschen hoch vor. Aber es ist auf jeden Fall super warm. Das ist natürlich schön, solange es jetzt nicht die nächsten Tage nur Gewitter gibt. Wir hatten zwei, beziehungsweise etwas über zwei richtig tolle Wochen in Frankreich, haben es sehr genossen und deswegen kommen wir jetzt, oder was heißt deswegen, aber leider ist der Urlaub jetzt vorbei und deswegen kommen wir jetzt zu dem kurzen Statistikteil, den wir eigentlich bei bisher jeder unserer Reisen, glaube ich, gemacht haben. Zumindest bei den langen, aber ja. Ja, zumindest bei den langen, natürlich bei den Wochenenden nicht. Und zwar sind wir insgesamt in den, wie viele Tage waren wir jetzt unterwegs? 14, 16, 8, 17? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so recht. Nee, Quatsch, 14, 16, 18 Tage. 18 Tage waren wir unterwegs mit kleinem Zwischenstopp in Freiburg, beziehungsweise bei Freiburg, wo Diana ja noch ein Workshop gegeben hat. Genau, mal kurz ein bisschen arbeiten. Beziehungsweise ein Coaching. Mit dieser ganzen Strecke sind wir 3905 Kilometer gefahren, haben dabei 300, ich schiel da jetzt immer so auf so ein Blatt, nicht, dass ihr euch wundert, haben dabei 304,64 Liter Diesel verbraucht, was einem Durchschnittsverbrauch von 7,8 Litern pro 100 Kilometer entspricht, was mich natürlich wieder freut, dass es unter 8 Liter sind, wobei es, glaube ich, ein bisschen höher als bei den letzten Reisen ist. Wir waren zum einen auch im Bergigen unterwegs. Viel durch die kleinen Dörfchen, auch gerade genau. Mit diesen, ja, die haben ja so Speedbumps auch oft vor Zebrastreifen oder vor Kreuzungen. Da muss man natürlich immer auf 30 runterbremsen, dann das passt natürlich auch alles aus. Genau, also ein stetiges Stop and Go. Und wir haben neue Reifen drauf, die, ich glaube, auch etwas schlechter sind als die alten. Also an sich besser, an weil sich besseres besser. Profil. Aber halt vom Spritverbrauch her ein bisschen schlechter sind. Naja, aber ihr kennt das schon aus unserem letzten Norwegen-Video. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch hier die Playlist oder das letzte Video. Mal sehen. Wir haben uns auf jeden Fall in unserem Norwegen-Urlaub dazu entschlossen, dass wir den CO2-Verbrauch oder die CO2-Emissionen, die wir durch unsere Fahrten ausgestoßen haben. Genau, die durch unsere Fahrten ausgestoßen werden, dass wir die durch eine Spende kompensieren. Falls ihr euch dafür interessiert, ich packe den Link der Organisation einmal unten in die Videobeschreibung und wie gesagt, das letzte Norwegen-Video, da erklären wir das ein bisschen genauer. Auf jeden Fall mit den über 300 Litern Diesel, die wir jetzt verbraucht haben, kommen wir auf einen CO2-Verbrauch von 807 Kilogramm, was schon eine ganz schön ordentliche Nummer ist, um das zu kompensieren. Also ich weiß, haben wir auch damals schon gesagt, vermeiden wäre immer besser als kompensieren, aber kompensieren ist besser als gar nichts zu tun. Um das zu kompensieren, müssten wir einen Betrag von 19 Euro spenden. Wir verdoppeln das Ganze wieder und spenden das auch dieses Mal wieder an Atmosphäre. Wie gesagt, verlinke ich euch auch unten. Wir hatten... Sag mal kurz seinen Motor ein. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber unser Nachbar muss gerade mal seinen Motor auffallen lassen. Wir hatten, wie gesagt, eine ganz, ganz tolle Zeit. Das war wirklich sehr entspannt. Nachdem und dann endlich das Highlight im Urlaub da war. Genau, es gab so ein paar Startschwierigkeiten. Die ersten Tage haben wir so ein bisschen low angefangen, aber es hat sich dann ziemlich schnell gesteigert und war dann doch ziemlich cool. Und wir hatten auch ein paar echt coole Highlights mit der Wasserwanderung zum Beispiel, vor allem mit der Flusswanderung. Ja. Falls euch die Videos genauso gut gefallen haben, wie uns das Erleben gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da, hinterlasst auch immer wieder gerne Kommentare, freut uns jedes Mal und vergesst natürlich nicht unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Videos von den nächsten Trips, die sind nämlich schon längst geplant, damit ihr auch die nicht verpasst und auch andere Videos, falls wir sowas mal machen. Bastelvideos oder... Alles, was da noch kommen mag. Alles, was da noch kommen mag. Damit ihr das nicht verpasst, vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.